Ein Berliner Ost-West-Derby im Zoschke der HVG Arena. Der SV Lichtenberg 47 empfängt Tennis Borussia. Das letzte Spiel bestritten die Gastgeber vor 3 Wochen. Da war Sebastian Reiniger das erste Mal nach seiner langen Verletzung in der Startelf. Heute vertrat er David Hollwitz als Kapitän. Der hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Die Partie nahm von Beginn an Fahrt auf. Die 2. Minute, das ist Hussein Shaw, lässt Mehmer und Bilbia stehen, aber scheitert dann an Karl Albers. Die Situation ist aber noch heiß. Hussein Shaw kommt hier nochmal an den Ball, die Flanke, und fast legt sich Karl Albers das Ei selber ins Nest. Aber noch sind es ein paar Tage bis Ostern. Gelungener Auftakt für die 47er, aber die Antwort von Tennis Borussia lässt nicht lange auf sich warten. Die 8. Minute, Tahsin Çakmak, Pfosten. Ihn darf man nicht schießen lassen, Tahsin Çakmak. Seine Schussstärke dürfte sich auch bis nach Lichtenberg herumgesprochen haben. Niklas Wollert wäre da aber wahrscheinlich noch rangekommen. Es entwickelte sich ein munteres Spiel. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. Die 12. Minute, Çakmak verlagert das Spiel nach außen. Dann Gladro wieder nach rechts auf Junge Abiol. Und der nimmt ihn Volley. Eine super Szene des jungen Flügelflitzers. Da fehlte das letzte Quäntchen Glück im Abschluss. Der Ball tanzt auf der Latte und Niklas Wollert mit dem Blick für die Situation ergreift gar nicht mehr ein. Gästetrainer Markus Zische konnte bis dahin zufrieden sein. Dann die 17. Minute. Bremer auf Gave und der spielt den Ball direkt in die Spitze. Grüneberg ist frei, aber dann braucht er zu lange, um den Ball zu kontrollieren. Das war sicher eine aussichtsreiche Situation, da hätte er mehr draus machen können. Die 24. Minute. Lichtenberg macht es richtig gut. Schnelles vertikales Umschaltspiel. Da ist wieder Grüneberg. Aber Karl Albers, gedankenschnell, kommt aus seinem Kasten herausgeflitzt und entschärft diese Situation. Kurz vor der Pause dann Eckball Lichtenberg und Reiniger rauscht am Ball vorbei. Ein halbes Jahr fiel er wegen eines Kreuzbandrisses aus. Heute nun von Beginn an die 2. Partie und fast sein erstes Saisontor. Sebastian Reiniger. 0:0 zur Pause. Uwe Lehmann, nicht ganz zufrieden mit dem Spiel, bringt mit Einsiedel und Hofmann 2 neue Kräfte. Maric und Schops wurden dafür rausgenommen. 5 Minuten nach Wiederanpfiff, da ist der eingewechselte Philipp Einsiedel, bleibt hängen, aber bleibt im Ballbesitz. Dann raus zu Olo und die Flanke auf Shaw. Der nimmt ihn Volley. 4 Assists gehen bereits auf sein Konto. Ein Treffer blieb ihm aber in seiner ersten Regionalliga-Saison bislang verwehrt. Die Partie weiterhin ausgeglichen. Beide Mannschaften haben ihre Möglichkeiten. Junge Abiol kommt frei zum Kopfball, bekommt aber nicht genügend Druck hinter den Ball. Nur wenige Minuten später, nächster Angriff von TB über die rechte Seite. Reiniger im letzten Moment dazwischen. Dann Rico Glado bringt den Ball nochmal rein und da ist wieder Junge Abiol. Kommt ein weiteres Mal unbedrängt zum Kopfball. 5 Mal hat er bereits getroffen. Er ist der Top-Torjäger der Lila-Weißen. Die mitgereisten TB-Fans sind guter Dinge. Denn die Gäste, seit 8 Spielen ungeschlagen, sind auswärts stark. 8 von 15 Partien konnten sie auf gegnerischem Platz für sich entscheiden. Die 47er dagegen konnten nur 1/3 aller Heimspiele erfolgreich gestalten. 5 gingen gar verloren. Aber jetzt Shaw auf Grüneberg. Der vergibt aus kürzester Distanz und lässt eine gute Möglichkeit liegen. Aber was ist das für eine tolle Vorarbeit von Hussein Shaw? Lässt Pagasic stehen und dann die perfekte Rückgabe auf Grüneberg. Er machte ein super Spiel heute, war im 1:1 kaum zu verteidigen. Dann aber wieder TB. 78. Minute, Travassos auf Junge Abiol. Der rutscht am Ball vorbei. Ihm fehlt eine Fußlänge zum Torerfolg. Die Charlottenburger wollen es jetzt etwas mehr in der Schlussviertelstunde, kommen aber dann nicht mehr gefährlich vors gegnerische Tor.
Dann 4 Minuten vor Schluss diese Szene. Karl Albers kommt aus dem Kasten raus, landet unglücklich auf dem Kopf, verletzt sich bei dieser Aktion und muss gegen Jens Fikisi ausgetauscht werden. Dieser muss aber nicht mehr eingreifen, denn es passiert nichts mehr. Lichtenberg und Tennis Borussia trennen sich 1:1. Es ist jetzt nicht so, dass wir behaupten können, dass wir hier unbedingt gewinnen hätten müssen. Deswegen nehmen wir dieses 0-0 mit, den Punkt auch wieder mit. Weil Lichtenberg war auch trotzdem immer wieder mal gefährlich, gerade in den Umschaltbewegungen. Uns hat in der zweiten Halbzeit so ein bisschen der letzte Punch gefehlt, nochmal die richtige Entscheidung zu treffen. Und liegt aber wahrscheinlich auch an der Belastung, die wir gerade haben. Also von daher bin ich, um auf die Frage dann abschließend zu antworten, zufrieden. Beide Mannschaften haben ausreichend Chancen, auch ein Tor zu erzielen. Und am Ende habe ich auch gerade der Mannschaft gesagt, wir haben jetzt 3 Wochen nicht gespielt und ich glaube, dass man das bei uns heute vor allen Dingen im Ballbesitz auch gemerkt hat und deswegen können wir damit zufrieden sein, dass wir hier einen Punkt holen. Wir sind immer noch dabei, den Klassenerhalt zu sichern. Ich glaube auch nicht, dass die Punktzahl ausreichen wird im Moment. Und für uns wird es wichtig sein, dass wir dann erstmal wieder besser spielen, ein bisschen mehr Griff bekommen. Aber wir haben jetzt personell ein paar mehr Möglichkeiten und ich bin da guter Dinge, dass wir da auch mehr und besser spielen können. Gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Am kommenden Dienstag geht es dann nach Fürstenwalde. Dort könnte man sich weiter von der Abstiegszone distanzieren.